Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst im Grünen heute Morgen. Ich freue mich, dass wir hier draußen auf der Wiese feiern können. Im Wetter ist ja eigentlich ideal. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir warten, sollen wir gucken, dass immer eine Wolke da ist, dann ist es nicht so heiß. Aber solange es nicht regnet, ist das ja auch angenehm. Ja, ich freue mich, dass wir hier draußen sitzen können, sein können, miteinander feiern können. Erst Gottesdienst, nachher haben wir ja auch noch was zu essen vorbereitet. Einfach den Zeit miteinander verbringen können. Ich begrüße auch herzlich unseren Posaunenchor. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, uns begleitet. Das Thema heute ist am Bach verwurzelt in Dürrezeiten. Zurzeit können wir in Deutschland ja nicht von Dürrezeiten sprechen, eher von Hochwasserzeiten, äußerlich betrachtet. Aber trotzdem kennen wir diese Dürrezeiten, wenn wir an unser Leben denken. Zeiten, in denen es nicht so läuft, Zeiten, wo unser Lebenswasser auszugehen droht, wo die Krise uns buchstäblich bis an die Wurzeln geht. Wie erfrischend wäre es da, am Bach gepflanzt zu sein, wo das Wasser nie ausgeht. Um diese Dürrezeiten und um den Bach soll es uns heute gehen. Ich will noch mit uns beten, Sie können dazu sitzen bleiben. Gott, unser Vater, und wir danken dir für diesen Gottesdienst heute Morgen. Wir danken dir für die Gemeinschaft miteinander in dieser großen Runde. Wir danken dir für die Natur, in der wir sein können. Auch das Wetter, das es mitspielt. Wir danken dir für deine Schöpfung, dass du so wunderbar gestaltet hast, diese ganze Welt. Dass du der Schöpfer bist, der die Welt, aber auch jeden von uns in seinen guten Händen hält. Wir bitten dich, dass du uns einen schönen Vormittag gibst, eine gute Gemeinschaft miteinander und dass du jetzt auch zu uns redest. Amen. Wir singen unser erstes Lied miteinander, Lob Gott getrost mit Singen. Wir haben die vier Lieder auf das Blatt gedruckt und wir singen die abgedruckten Verse. Thank you.
Wir begrüßen herzlich auch Ute Kopp aus Hochmössingen. Ich freue mich, dass zum Gottesdienst im Frühen auch immer einige Leute aus Hochmössingen dabei sind. Jetzt bitte ich Ute Kopp von der katholischen Kirchengemeinde Hochmössingen um ein kurzes Grußwort. Ja, herzlichen Dank für die nette Einladung zum Gottesdienst im Grünen hier in Weiden. Ganz herzlich möchte ich Sie alle im Namen der Kirchengemeinde St. Ottmar Hochmössingen grüßen. Am Bach verwurzelt in dürren Zeiten. Da ist mir spontan die Corona-Zeit eingefallen. Eine wahrlich dürre Zeit. Auch für unsere ökumenische Gemeinschaft. Aber unsere Wurzeln sind nicht dürr und sind auch nicht vertrocknet. Wir haben in Hochmössingen zwar einen Grottenweiher, jedoch keinen Bach, wo Wurzeln Kraft und Frische tanken können. Aber unsere schönen Kastanien um die Kirche herum haben eine gute Verwurzelung, auch durch die Menschen, die sich darauf bewegen, feiern und fröhlich sind, so wie bei unseren Begegnungen bei den Gottesdiensten im Grünen, die uns miteinander verwurzelt haben. Ich wünsche uns allen einen schönen Gottesdienst hier im Grünen. Das ist ja ein wunderbare Wiese, ganz toll, sehr eben und weiterhin gute Verwurzelung mit Weiden und Marschalkensimmern, bis wir uns nächstes Mal wieder treffen in Hochmössingen unter den Kastanien. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, mit Ihrem schönen Platz da unter den Kastanien kann unsere Wiese nicht mithalten. Aber ja, wir wollen wieder ein Lied miteinander singen. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Oje, da ist auch der Bus. Oje, wir haben auch noch kriegen. Vor lauter Handylern. Vor lauter Handylern. Hallo, Herr Busfahrer. Hallo. Oh, Sie sehen halt aber gut aus, Herr Busfahrer. Sie, oh mei, oh mei. Jetzt habe ich gerade festgestellt, beim Herlauf, ich habe meinen Gelbeidl vergessen. Da hätten Sie mich trotzdem mitnehmen, ich bin ja so krank. Peinlich. Gucken Sie mal, wie schlecht ich aussehe. Gell? Ja, ich muss zum Notdienst heute am hellen Sonntag. Mhm. Ja, das ist nett. Sie sind ein Engel. Vielen Dank. Oh je, da ist alles voll.
Da brennt das Bus ist vor. Hoffentlich kommt ihr nicht zu mir. Geschwind ein wenig gucken. Morgen, morgen, morgen. Ja. Oh, da ist nur ein Plätzchen frei. Sie, hallo. Hallo. Ja. Ja, Mario, das bist ja da. Okay. Was tust du den Kopf so nah, wenn ich komme? Dann ausgeguckt, warst du. Bei dir ist nur ein Plätzchen, das ist das einzige Plätzchen. Darf ich zu dir? Das ist so super, danke. Ja, na, sitz na, na. Oh, ich bin halb heilen Abend. Ja, ja, du, die habe ich ja gefühlt seit 100 Jahren nicht gesehen. Wie geht's da auch? Oh, frag nicht, Marion, frag nicht. Guck, wie schlecht ich aussehe. Oh, ich bin auch noch bei der Doktor. Ich kann es dir sagen. Ja, was ist los? Aber, weißt du, ich kann nicht mehr essen. Ich muss mich eben zwingen. Guck, man sieht, ich finde, man sieht es auch, gell? Ja, ja. Ich bin auch noch so ein Strich in der Landschaft. Ja, und, ja, und weißt du, dann bin ich eben bei der Doktor. Und dann habe ich gesagt, was haben Sie denn, was haben Sie denn? Dann sage ich, ja, mir ist aber wieder heiß. Dann ist mir es wieder kalt, dann friert es mich wieder. Und dann haben wir wieder so duppig. Weißt du, du bist... Also, das ist mir sauer ab und zu. Aber weißt du, was der noch zu mir sagt? Ich sei in der Dürrezeit. In der Dürrezeit? Ja, aber du, ich finde ja, er hat nicht auch recht. Guck mir, gell? Aber du, ich habe jetzt etwas ganz Tolles für mich entdeckt, muss ich sagen. Also das wird bestimmt super. Oh, du, ich meine, das ist nicht mal der Was hast du vor? Aber, Doktor hin, Doktor her, die den doch nennen, sehen wir doch auch auf. Ja, ein Werk von mir jetzt gefunden, wo super und ist. Jedes Rezept muss man kämpfen, gell, ja, bei den Doktoren. Ja, genau. Das und dann habe ich gedacht, so, ich melde mich jetzt zwei Kurse sind das. Das eine ist malen. Gut, das kann ich nicht, aber das würde ich vielleicht auch noch lehren. Und das andere, das ist auch, das Malen heißt, wie heißt das auch? Mandala. Mandala oder so irgendwie. Ja, ich habe schon mal gehört. Das machen sie ja im Kindergarten, gell, mit den Kindern. Ja, genau. Ja. Und das andere ist, oh je, wie heißt das? Ist mit so einem Holzstab. So ein Holz. Ja, den musst du heben, hieben und dieben. Qigong. Qigong. Auch so was von so östliches, gell. So ein bisschen chinesisch. Ich habe gerade keine Schlitzaugen danach, gell. Aber, Und da musst du den Stab so heben und dieben und da schwere drauf. Also das ist bestimmt toll. Und dann... Ja, was soll das bringen? Da musst du einfach noch machen, weißt du, so... Oh je. Und... Du musst ist atmen. Ja wie in der Schwangerschaftsgymnastik. Ja, hoffentlich wäre es dann auch noch so. Das wäre auch noch ein bisschen geil. Ja, und da schwere drauf. Und dann habe ich noch, weißt du, so eine Hellseherin. So, die liest also, mir aus der Hand. Okay, also ich würde sagen, jetzt komm mal wieder auf den Boden. Ha, ich also, bin doch da. Das hat keinen Wert. Du, ich bin gerade auf dem Werk gegangen zum Gottesdienst im Grünen. Ja, ich zum Doktor. Und, aber das ist viel besser, komm mit mir. Weil wir haben einen super Pfarrer. Du, der predigt immer ganz gut und da kannst du echt was mitnehmen. Also hat der Tablette ja auch, warum auch kann ich da mitnehmen? Tablette kannst du nicht mitnehmen, aber ein gutes Wort für dich. Und ich bin so froh, ich bin ja auch krank. Ich habe taube Fies, ich habe kein Gefühl in meine Fies seit über 5 Jahren. Und habe Rheuma, es geht mir auch nicht gut. Aber mein Glaube, du, der tut mir gut. Das ist die Wurzel, die ich habe. Und ich glaube, das fehlt dir. So eine tiefe Verwurzelung. Ah, die haben ich im Garten. Ich sag dir, sie haben Wurzeln, das kannst du gar nicht. Das ist was ganz anderes. Okay. Du, jetzt komm einfach mit, Horst. Das sind lauter nette Leute, die Gemeinschaft. Das tut dir gut. Okay. Einfach miteinander auch fröhlich sein und lachen. Ja. Komm, wir fahren jetzt weiter und dein Doktor, den vergisst du mal. Hunger hätte ich halt auch. Ja, du, es geht auch Mittagessen. Aber? Ja, es geht etwas gut. Ich glaube, es hat quasi so Geschnetzeltes und so. Ah ja, komm mit. Ah, ich habe kein Geld dabei. Ah, das ist kein Problem. Ich lade die Einheit. Okay, also. Fahren wir weiter, oder? Ja. Gehst komm, mit? Dann gehen wir. Dann gehen wir es halt nicht. Aber weh, es hilft nicht. Doch, das tut gut. Okay. Ich habe Ihnen heute was ganz Besonderes mitgebracht, was Einmaliges. Hier haben wir ein paar Kinder. Was könnte, Michel, ich habe schon auf dich gehofft, auf dich gezählt. Was könnte da drin sein? Irgendwas halt? Wer hat eine Idee? Keiner hat eine Idee. Es ist eine Blume.
Aber das ist nicht irgendeine Blume. In Deutschland gibt es dieses Exemplar nur ein einziges Mal, das ist genau diese hier. Ja, eigentlich gibt es in ganz Europa nur diese einzige, wenn ich es genau überlege, gibt es von dieser Gattung nur ein Exemplar auf der ganzen Welt. Eine ganz besondere Züchtung. Sie hat auch einen Namen, sie heißt Margarete. Wollen Sie sie mal ansehen? Sie ist ein bisschen lichtempfindlich. Darum habe ich sie abgedeckt. Das ist meine Margarete. Ist sie nicht wunderschön? Es hat viele Jahre gedauert, bis sie diesen Zustand erreicht hat. Aber wo ist denn die Blüte? Was ist denn mit der passiert? Wie sieht meine Margarete bloß aus? Ich habe sie doch gepflegt. Nur den besten Dünger hat sie bekommen. Vor zu starker Sonnenstrahlung habe ich sie beschützt und ihre Blüte immer abgestaubt. Meistens habe ich sie auch gegossen. Das letzte Mal war doch erst letzten Monat. Margarete sieht erbärmlich aus. Genauso geht es mir auch immer wieder. Manchmal fühle ich mich wie Margarete, total leer und öde. Wenn ich Margarete mit meinem Leben mit Jesus vergleiche, dann ist die Erde, in der ihre Wurzeln sind, Jesus, der mich versorgt. Und die Wurzeln sind mein Glaube und mein Vertrauen zu ihm. Und wenn Margarete nicht mehr gegossen wird, geht es ihr schlecht und sie welkt. Und so geht es dann auch mir. Wenn ich keine Gemeinschaft mehr mit Jesus habe, also wenn ich nicht mehr bete oder die Bibel lese, dann verdorrt mein Glaube. Mein Vertrauen zu Jesus trocknet aus. Ich möchte heute keinen Appell an Sie richten, so in der Art, lest mehr Bibel, betet mehr. Ich will auch niemandem schlechtes Gewissen machen, weil er nicht so viel Zeit mit Gott verbringt, wie er sollte und wollte. Nein, sondern ich möchte zu denen sprechen, die sich vielleicht gerade so ausgetrocknet vorkommen wie meine Margarete. Bei denen die Luft raus ist. Im Geschäft, in der Familie, die sich so öde und leer vorkommen wie diese Pflanze. In der Ehe läuft nicht mehr viel. Selbst mit Gott ist fast Funkstille. Denen, denen es gerade so geht, möchte ich Mut machen. Du musst nicht leer und vertrocknet bleiben. Warum? Jetzt brauche ich nochmal die Kinder. Was soll ich mit der Margarete jetzt machen? Wer hat eine Idee? Jetzt Michel, danke. Gießen, du hast es gleich auf den Punkt gebracht. Dafür habe ich extra eine Gießkanne mitgebracht. Ich gieße also die Margarete erstmal. Und was passiert dann? Die Margarete wird sich erholen und wieder eine Blüte bekommen. Die wird sich erholen und wachsen. Und in ein paar Wochen wird sie wieder eine Blüte haben. Genauso können auch wir wachsen und neu aufblühen, wenn wir wieder Gemeinschaft mit Gott pflegen. Wenn wir uns wieder Zeit zum Bibellesen und Gebet nehmen. Ich habe dazu einen sehr ermutigenden Vers in der Bibel gefunden. In Jeremia 17, 7 und 8 heißt es, dort sagt Gott, doch ich segne jeden, der mir ganz und gar vertraut. Er ist wie ein Baum, der nahe am Bach steht und seine Wurzeln zum Bach streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Und auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Wer in Gottes Nähe lebt, der hat immer genug Wasser. Durch die Gemeinschaft mit Gott, also durch Bibellesen und Gebet, bekommen wir Vertrauen zu Gott. Und dann blühen wir immer. Das ist Gottes Versprechen. Nie brauchen wir so verdorrt auszusehen wie meine Margarete.
Wenn wir unsere Wurzeln nach Gott hinstrecken, brauchen wir nie so zu verdorren wie Margarete. Ich habe selten so ehrliche Erfahrungen als Christen gelesen wie bei Jim Fraser, einem China-Missionar unter Hudson Taylor. Er schreibt in seinen Tagebüchern von seinen Niederlagen im Kampf gegen Sünde und Anfechtungen. Wenn man das liest, fühlt man sich richtig, wirklich verstanden. Dieselben Nöte, dieselben Niederlagen, aber zugleich auch ganz praktische Hilfen, damit umzugehen. Jim Fraser erlebt als einsamer Missionar in den Bergen Chinas, was für eine Kraft Gebet und Gottes Wort haben. Er lernt, sich durch Lesen der Bibel neu aufzurichten. Er klammert sich an einzelne Verse, wie zum Beispiel Jeremia 1, Vers 19. Und sie werden gegen dich kämpfen, dich aber nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu retten. Eines Tages weist er zornig aufbrausend drei interessierte Chinesen zurecht. Hinterher bereut er es. Er geht auf die Knie und hält sich an 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jim Fraser erkennt, der Trick des Teufels ist es, unsere Verbindung mit Gott abzuschneiden. Und dann vertrocknen wir einsam wie die Pflanze Margarete. Ein Satz Frasers hat mich sehr ins Nachdenken gebracht. Es ist eine der raffiniertesten Schliche des Feindes, uns mit äußerlichen und oberflächlichen Belangen beschäftigt zu halten. Darunter versteht er zum Beispiel Sprachstudium, Bücher verkaufen, Missionsstationen unterhalten, bauen, reparieren, einkaufen und so weiter. Alles Dinge, die auch zu unserem Alltag gehören. Und dabei kommt die Zeit mit Gott zu kurz. Aber wir brauchen Wasser, um nicht zu vertrocknen. Woher bekommen wir jetzt die Zeit dafür? Wir müssen doch all diese belanglosen Dinge tun. Wir müssen doch einkaufen, wir müssen doch bauen und so weiter. Luther hat einmal gesagt, heute habe ich viel Arbeit, also muss ich viel beten. Woher bekommen wir also die Zeit, um nicht zu vertrocknen? Heute habe ich viel Arbeit, also muss ich viel beten. Das ist paradox und doch ist es die Wahrheit. Probieren Sie das mal aus. Ich habe selbst schon die Erfahrung gemacht, wenn ich für eine Sache bete, dann läuft sie viel schneller, oft unerklärlich schnell. Probieren Sie es einfach mal aus. Nehmen Sie sich heute Nachmittag mal Zeit, die nächste Woche im Gebet richtig vorzubereiten. Das bedeutet, Ihre Wurzeln zum Bach hinzustrecken. Und Sie werden erleben, egal wie heftig die kommende Woche sein sollte, egal wie viel Stress, wie viele Probleme mit anderen Menschen und so weiter, Sie werden ruhig bleiben können, weil und wenn Sie mit Gott verbunden bleiben. Die Verbindung mit Gott, das sind die Wurzeln, die sich zum Bach hinstrecken. Egal wie heiß es um Sie herum wird, werden Sie Früchte bringen und nicht vertrocknen. Colten Bohm erzählt, wie sie mit ihrer ganzen Familie in der Nazizeit gefangen genommen wurde. Der wachhabende Polizist sagte Jahre später zu ihr: Ich vergesse die Nacht nie, in der sie alle verhaftet wurden. Als sie dann in der Polizeistation auf dem Boden saßen, ihr alter Vater mit all seinen Kindern und ihren vielen Freunden: Ich hatte gerade Dienst. Sie haben damals Frieden, ja fast Freude auf die Polizeiwache gebracht. Sie hatten eine Stimmung, als wären sie zu einem Fest unterwegs. Stattdessen gingen die meisten von ihnen ins Gefängnis und einige in den Tod. Ich höre es noch heute, wie als ihr Vater damals sagte: Lasst uns zusammen beten. Und dann las er den 91. Psalm. Ich erzähle diese Geschichte immer wieder. Nein, ich kann sie nicht vergessen. Das wissen Sie noch, rief Colten Bohm nach 10 Jahren. Plötzlich sah sie Vater vor sich. Sie hörte ihn mit ruhiger, klarer Stimme lesen: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Corys Vater lebte entspannt. Er hat bestimmt mit keinem Gedanken daran gedacht, dem Polizisten ein Zeugnis sein zu wollen. Sein Leben war auf Jesus ausgerichtet. Ja, er spiegelte mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Ein Spiegel tut nicht viel. Er steht oder hängt in der richtigen Richtung und so erfüllt er seinen Zweck. Gott will ihnen in ihrer Lage Kraft geben. Gott will ihnen neuen Mut und Hoffnung schenken. Wenn wir uns an Gott halten, uns an sein Wort klammern, darin lesen, wenn wir mit ihm im Gebet, im Gespräch bleiben, dann will er uns in unserer Lage Kraft geben, will uns neue Hoffnung schenken. Und dann werden wir strahlen, ohne uns anzustrengen, weil unser Spiegel auf Jesus ausgerichtet ist. Das heißt, wir können es uns gar nicht leisten, unsere Lebenspflanze nicht zu gießen. Denn die Bibel und Gebet helfen uns weg von uns auf Gott zu schauen. Die Bibel gibt uns den Halt, den wir brauchen, wenn unsere Gefühle hohl drehen. Ein Pilot im Zweiten Weltkrieg erzählt, dass er eines Tages durch dichten Nebel fliegen musste. Der Nebel war so dick, dass er nicht wusste, fliege ich jetzt mit dem Kopf nach oben oder nach unten, wo bin ich? Seinen Gefühlen konnte er nicht mehr trauen. Die versagten in diesem Nebel. Seine Gefühle hätten vielleicht gesagt, du fliegst richtig rum, aber wäre vielleicht trotzdem falsch rumgeflogen. Aber so sagte er, ich hatte ja meine Instrumente. Auf die konnte ich mich verlassen, als meine Gefühle mich in die Irre geleitet hatten. Die Instrumente zeigten mir meine Höhe an, zeigten mir meine Position und so weiter. Die Bibel sind unsere Instrumente, wenn wir uns auf unsere Gefühle nicht mehr verlassen können. Wenn unsere Gefühle hohl drehen, auf die Bibel können wir uns immer verlassen. Gott bietet uns seine Gemeinschaft an. Nicht als Druck und auch nicht als Pflichterfüllung, sondern als Begleitung und Wegweisung durch ein Leben, das er uns geschenkt hat und das er für uns geplant hat. Nehmen wir sein Angebot doch an, dann werden auch wir wieder aufblühen und ruhig werden. Amen. Thank you.
Wir wollen zusammen beten, dazu können Sie sitzen bleiben. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir heute hier diesen Gottesdienst im Grünen feiern dürfen. Danke für das Wetter, dass wir es hier draußen überhaupt feiern dürfen. Danke, Vater, für deine Zusage und deinen Segen für unser Leben, den du uns schenken willst, wenn wir auf dich und deine Güte vertrauen. Wenn wir dich in unserem Leben haben, gibst du uns alles, was wir brauchen. Wir bitten für Menschen, die in einer Lebenskrise, Krankheit oder sonstigen schweren Situationen sind. Hilf du ihnen, den Mut zu finden, ihre Sorgen und Ängste zu dir zu bringen und sich in deine liebenden Hände fallen zu lassen. Vater, wir danken dir für den letzten Alpha-Kurs, dass er seine Spuren hinterlassen hat und die Teilnehmer in verschiedenen Gruppen und Kreisen oder bei Veranstaltungen in der Gemeinde Anschluss gefunden haben. Sei du bei jedem Einzelnen, zeig du, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Wir danken dir auch für die Pizza-Aktion und die Kirche Kunderbund, dass beides gut angenommen wurde und dass sich viele haben einladen lassen. Danke für die vielen Mitarbeiter, die geholfen haben. Wir bitten dich für uns alle, dass wir uns in Bewegung setzen, damit wir uns dort einsetzen können, wo wir gebraucht werden. Du siehst, an welchen Stellen Mitarbeiter benötigt werden. Zeige uns und vielen Menschen, welche Talente und Begabungen wir haben und wo wir diese einsetzen können. Herr, wir bitten dich für alle, die traurig sind, schenke ihnen einen Lichtblick. Sei auch bei denen, die in diesen Tagen krank und alleine sind. Schenke ihnen Genesung und gib ihnen Hoffnung. Hilf uns, aufeinander Acht zu geben und füreinander da zu sein. Vater im Himmel, wir bitten dich für die freien Werke, die APs, die Lebenzeller, den EC, unsere Geschwister von Adelshofen, für Missionswerke, die DMG, den WEC, die KEB, Hoffnung und Hilfe, segne die Verantwortlichen, segne die Mitarbeiter, schenk, dass sie sich immer wieder von dir ermutigen lassen. Wir bitten für die Kriege in Gaza, der Ukraine, dem Sudan. Ja, berühre du die Herzen der Verantwortlichen, schaffe du Frieden, du siehst unsere Ohnmacht dazu. Wir danken dir für den Regen, den du uns in diesem Jahr in Hülle und Fülle geschenkt hast in unserem Land und bitten dich auch für alle in den Überschwemmungsgebieten, die betroffen sind. Schenke du den Menschen Zuversicht und neue Kraft. Schenk, dass sie mit dem entstandenen Schaden zurechtkommen, auch mit dem Schaden auf den Feldern und der Ernte. Schenk Zuversicht und hilf du weiter. Wir bitten dich für die Landwirte, schenk geeignete Witterung zum Einbringen der Ernte. Bewahre Männer und Frauen vor Unfällen und Schaden und schenke, dass auch in diesem Jahr wieder genug Lebensmittel und Einkommen vorhanden ist. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Während dem nächsten Lied wollen wir jetzt noch das Opfer einsammeln. Das geht, glaube ich, durch. Ja, genau. Das Opfer ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Und wir singen jetzt das Lied Leben aus der Quelle. Thank you.
Herzlichen Dank allen, die zum Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben. Ein besonderer Dank geht an den Posaunenchor. Vielen Dank, ihr habt uns toll begleitet. Das Opfer, haben wir schon gehört, ist für unsere eigene Gemeindearbeit bestimmt. Herzliche Einladung, jetzt anschließend zum Mittagessen noch da zu bleiben. Es gibt Geschnetzeles mit Spätzle oder Kässpätzle vom Schatten und rote Wurst vom Zugschwert. Die Essensausgabe ist da um die Ecke und am Ende können Sie dann da bei diesem Wagen Ihre Spende einlegen. Da ist Spendenkessel und auch Richtpreise stehen da auch dran. Am Mittwoch ist Stunde der Bibel um 20 Uhr. Rainer und Marianne Dölker werden von ihrer Reise nach Brasilien berichten. Jeder ist herzlich willkommen. Am Donnerstag um 20 Uhr trifft sich die Chorgruppe Aufwind zur Probe im Michaelishaus. Herzliche Einladung zum Mitarbeiter-Dankfest am Freitag um 18 Uhr hier wieder auf der Wiese in Weiden. Der Grillabend soll ein Dankeschön der Kirchengemeinde für die Mitarbeit in der Gemeinde sein. Anmelden kann man sich noch bis morgen im Pfarramt. Und wer es ganz vergisst, kann trotzdem kommen. Kriegen zwar vielleicht ein paar die Krise, aber Hauptsache, sie sind dabei. Aber cool wäre schon, sie melden sich an. Unsere Gottesdienste am kommenden Sonntag haben wir um 9.15 Uhr hier in Weiden, auch im Michaelishaus, unseren Rudi-Treff. Und in der Kirche Marschalk Zimmern ist dann wieder auch mit Livestream um 10.30 Uhr unser Gottesdienst. In Marschalk Zimmern werden auch Milan Rabjenovic und Laurin Stoll getauft. Und am Sonntag gibt es auch noch von der Kinderkirche etwas Besonderes, nämlich ein Kinderkirch-Special in Marschalk Zimmern. Es geht um die Arbeit der christlichen Organisation Netanya in Indien. Ich glaube, das Opfer der Kinderkirche geht auch immer an Netanya. Die Diakonin Annika Hölzle ist mit dabei und es gibt auch anschließend Mittagessen für alle Kinder. Also ein tolles Event für die Kinderkirche. Nicht verpassen am besten. Gibt es sonst noch was bekannt zu geben? Vielen Dank. Also die Jungschar hat da auch um die Ecke, kann man Kaffee und Kuchen kaufen oder kriegen. Genau, hat die Jungschar vorbereitet. Dann noch was, Harald? Nee, mach's mit dem Mikro. Seht ihr mich alle? Mit Mikro, Gott, ich weiß es scheinbar, gell? Nein, ich möchte recht herzlich einladen zu der Männerfreizeit vom Lebenszentrum Adelshofen in Wildberg am 2. Adventswochenende, 6. bis 8. Dezember 2024. Super Sache, wir sind immer, was sind wir, 80 bis 90 Männer sind wir da. Das ist eine super Gemeinschaft. Das startet am Freitagabend um 6. mit einem bombastischen Vesper. Da ist immer ein riesen Buffet aufgebaut vom Premium-Küchenteam. Und ja, ich kann euch jetzt noch viel erzählen. Am besten meldet euch an, die noch nicht dabei waren. Das müssen wir einfach erlebt haben. Da könnt ihr euch wieder richtig tief und fest einwurzeln oder neu einwurzeln. Also wirklich sehenswert. Als Anreiz ist für Frühbucher ein Rabatt von 20 Euro. Um sich das bildlich darzustellen, kann man eine Kiste Bier kaufen. Also, überlegt es euch gut. Vielen Dank. Und ich glaube, das mit den Frühbuchern endet jetzt irgendwann, Harald, gell? Ich glaube, das ist, der Punkt. Dass irgendwie habe ich der Rainer so verstanden, dass das jetzt irgendwann endet. Also am besten möglichst schnell anmelden. Gibt es sonst noch was bekannt zu geben? Dann bitten wir noch um den Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Dann freuen wir uns jetzt aufs Nachspiel.